Herzlich willkommen jetzt hier zur Horden-Instanz-Version. Mal gucken, ob die Leute hier ein bisschen aus dem Quark gekommen sind. Die waren ja ein bisschen langsam zum Anfang, muss man sagen. Nochmal so als Rückblick auf die Allianzler. Da habe ich mir notiert gerade, dass mir der Obvious, also der Heiler, der Julian, einen guten Eindruck gemacht hat. Beim Hunter, ich bin ehrlich, ich bin mir nicht sicher, war ein bisschen strange. An einigen Stellen hätte man auch denken können, er hätte den Char gekauft. Weil, also das war einfach ein bisschen komisch, dass er so die Instanz nicht kannte. Aber gut, ne, wer weiß, wie andere Leute spielen. Von daher möchte ich jetzt nicht da zu viel annehmen. Aber wirkte auf jeden Fall halt komisch. Wird er mir wahrscheinlich rückblickend auch recht geben, weil sich das seltsam angehört hatte zu Anfang. Aber heißt natürlich auch noch nichts, ne? Ja, und der Schurke, ja, hat halt ganz gut Schaden gemacht, aber viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ja, wir haben jetzt hier wieder einen Schurken, einen Paladin, einen Druiden und Krieger. Das ist allerdings der Fabi aus unserem Team. Der tankt und Ich denke. Der Druide achso, denkt. ein Druide tankt. Und Sika macht ausnahmsweise einen Heiler statt Retri, richtig? Genau. Sonst kommen wir ja nicht rein, ne? Ja, wir können auch ohne Halle probieren. Einfach Nee. alles wegrotzen. Geht schon da. Ja, auch mal ein schönes Projekt. Lieber nicht. Frage vorweg, Zeitfenster, soll ich ein bisschen Nein, Speed wir drauflegen unterhalten oder uns ja machen wir es einfach. Ne? Es geht gemütlich? ja, also es geht so ein bisschen darum, nicht um es mal klar zu sagen, dass wir hier euch quasi analysieren würden des Streams, wie gut ihr seid, weil das kann man mit Sicherheit in einer Fünfer-Heroik nicht machen, ja. Aber man kann halt so ein bisschen sich unterhalten dabei. Ich werde euch dann so ein bisschen interviewen. Hier muss ich jetzt aber auf nichts achten eigentlich, da ich ja sowieso nur als Hunter Brandfucked mitgehe. Und ja, wir machen jetzt mal hier einfach so eine random Hour of Twilight, würde ich sagen. Zumindest ein bisschen verhältnismäßig, könnte man denken, anspruchsvoller. Auch noch Endtime. Die Wunderbar. geilste von allen. Gut, dann sind wir hier in dieser schönen Instanz. Ja, fangen wir doch mal an, damit dass ich ein Pet raushole. Aber ansonsten fangen wir doch mal an mit der Tatsache oder mit den Fragen an euch. Boah, ich hasse es, dass sie es auch nie hinkriegen, dass das hier mehrere Leute gleichzeitig nutzen können irgendwie, ne? Oh, ich mag diese Was nutzen? Ach, die das Splitter. Teleporting. Achso, ach, das ja. Das ist ein ziemlicher Fail. Ja. Naja. Ja, kommen wir oder fangen wir doch einfach mal mit, weil du sowieso schon so viel geredet hast hier zu Beginn, mit dem guten Unbekannt Tim an. Du bist also jemand, der sich selber gerne reden hört, wenn ich das richtig verstehe. Ab und zu ja. Aber es ist auch nicht so, dass ich mich schon zurückhalten kann, wenn es drauf ankommt. Also ich bin Okay. jemand, der auf Biegen und Brechen jetzt halt hier, ne, Ja. irgendwie Ansage machen muss. Okay, Oder und so. was ist so deine Raid-Vergangenheit? Also ich habe damals, der erste Kontakt mit WoW war bei meinem Kumpel. Okay, du brauchst dich am Urknall anfangen, so generell vielleicht. Ja, das war jetzt als einleitende Maßnahme gedacht. Ja. Und dann habe ich angefangen mit Ende Klassik, wo ich dann noch mitgeholfen habe, den Raid ein bisschen mitzuleiten. Da hat man sich ja immer ein bisschen um die jeweilige Kategorie Klasse. gekümmert, Tank, Heal etc. Und ich habe dann bei den Heilern ein bisschen dabei und habe das mitorganisiert und habe doch immer Ansagen gemacht. Da war Ja. ich aber noch ziemlich jung, deswegen war ich da etwas introvertierter. Dann ging es weiter, BC. Habe ich dann den Dudu hochgezogen und da haben wir uns dann nach der Kara-Stamm mal dazu entschlossen, machen wir doch einfach die eigene Gilde. Ja. Und dann hat das sehr gut funktioniert. Wir sind grundsätzlich eigentlich immer mit den Leuten, die wir in den Guild-Gruppen, die wir aufgebaut haben, immer im oberen Drittel unterwegs gewesen. Also richtig High-End. Die Zeit hatten wir auch gar nicht, aber wir sind gut oben dabei gewesen. Und ja, WoTLK Anfang war recht enttäuschend, weil sich vieles einfach geändert hatte, wo wir dann auch gesagt haben, das unterstützt können wir nicht so unterstützen. Gilde hat zwar Nax noch gemacht
Und ich habe immer wieder mal mit random Gruppen dann auch was aufgebaut und reingelaufen und hab das dann so ein bisschen organisiert mit. Aber so richtig drin war ich nicht in WoTLK. Angefangen hat es dann direkt zu Start Kata. Da haben wir dann entschlossen, einfach hier, okay, machen wir einfach mal komplett eine neue Gilde, ziehen wir es komplett neu auf. Machen wir es mal richtig. Nach 4 Jahren Gildenmanagement-Erfahrung, mein Kumpel und ich, jetzt stecken wir mal alles rein, was wir haben. Gildensatzung war auch schon geschrieben, 5 Seiten oder was weiß Okay, ich. Ja, das Gildensatz ist Ganze richtig komplett. professionell Ich, quasi, ja. ja, alles, Gilden-AP auch da. Und dann haben wir uns gedacht, ja, gut, probieren wir es mal. Dann habe ich einen Schurken hochgespielt, der jetzt auch mein Main ist im Moment. Und mit denen lief es jetzt sehr gut. Dann ist halt einfach das Loch, das ist nicht nur das Sommerloch gekommen, zum Sommerloch kam dann Diabolo dazu, dann kam zum Diabolo. Einfach das DS-Content ist, der die Leute nicht so Übrigens, weil ich befriedigt, mir vor auch ganz allem oft die Leute. anhören musste, Ja, das ist. Diablo heißt es, nicht Diabolo. Ich Das habe ist keine euer Ahnung, ich habe Intro. Diabolo gesagt jedes Mal. Ich Diavolos kann es nicht. Ravioli. Diabolo? Ist auch egal, red weiter. Diabolisch? Okay. Auf jeden Fall, weil die Quintessenz, dass die Leute ein bisschen ist eingeschlafen ist, ein bisschen aufgehört haben. Und da waren wir 6 von 18 waren stehen geblieben, noch vorm 15% Nerf, glaube ich, war es, wenn ich mich richtig Also erinnere. einen 10% Buff. Ja, und dann ja, war das jetzt so das Ende. Was wir immer noch gemacht haben, viel gildentechnisch war, dass ich sehr viele na, Freizeitaktivitäten organisiert habe, so Schnitzeljagd oder Mogging-Contests oder solche Sachen, weil es mir sehr viel Spaß macht, was abseits der Raids auch zu machen, zu organisieren mit den Leuten, was kreativ ist, was so nicht gemacht wird normalerweise. Ja. Ja. Da haben so ein Schnitzeljagd, dass sich jemand versteckt hat. Und dadurch haben wir dann einfach, ja, haben wir dann auch einfach Berühmtheit so ein bisschen erlangt auf dem Server. Und weil die Leute dann auch das supportet haben vom Server insgesamt und gesagt, das ist eine super Idee, das ist cool. Und dann hatten wir auch schon mal so 200 Leute teilweise auf der Jagd nach 10k Gold oder sowas. Also es war dann auch schon recht witzig und es wurde auch unterstützt. Das war so die Geschichte, Gildenleitungsgeschichte. Wir haben uns auch unterschiedliche Systeme ausgedacht, was Leitungsstruktur angeht. Wir haben da sehr viel gute Erfahrung auch gemacht mit, dass man einfach Aufgaben aufteilt auf Leute, die es freiwillig machen wollen. Weil wenn man es irgendjemand aufs Auge drückt, dann haben die Leute meistens keinen Bock drauf. Hallo? Und ja, momentan gehen wir das Ganze etwas gechillter an, weil Mikro aus? 25% Nerf sieht in etwa so aus, dass ja, dass Blizzard im Prinzip faktisch den Loot direkt an den Eingang legen könnte. Ich schreibe auch schon jedes Mal ein Ticket und beschwere mich, dass er noch nicht am Eingang liegt. Ja, weil sie mir Lebenszeit stehlen, nicht machen, aber ja, es hat einfach den Dampf verloren, den es hatte. Und deswegen habe ich mich auch umgesehen einfach nach ja, nach was anderem, einfach nach etwas, was ich noch nicht gemacht habe, so. Ah, Wut. Wut, Wut, Wut. Sekunde, ne? Ich will nicht, dass irgendjemand stirbt. So. Ja, kein Und Problem. dann habe ich mir gedacht, naja, du redest gerne, Ja, das merkt man. du hast jahrelange Raid-Erfahrung. Mir wurde auch oft gesagt, ich sollte mal zum Radio gehen, weil ich das sehr gut mache. Auch die Raid-Leitung habe ich sehr viel positives Feedback bisher bekommen. Ich habe auch reingeschrieben, Tanken und Melee Damage sind zwei Sachen, von denen ich behaupte, dass ich sie kann. Was ich nicht kann, ist Range-Schaden, so Cast-Damage, weil ich einfach einen nervösen Finger habe. Wie ihr sicher schon gemerkt habt, ich springe relativ oft rum. Das habe ich auch angeschrieben Nicht so und schlimm. heilen kann ich auch nicht. Also das befriedigt mich einfach nicht so. Und deswegen habe ich mir gedacht, spezialisierst du dich einfach auf das, was du kannst. Und damit gehst du dann hausieren und bietest einfach mal deine Dienste, deine Zeit, deine Freizeit, deine Energie, dein Engagement an und schaust, auf was du stößt. Okay. Und es geht ja auch schon so ein bisschen darum, weil du eben hier in dem Fall so ein bisschen extrovertiert bist und ja, halt dich quasi in so einem Stream etc. Zeigen kannst. Auf jeden Fall. Das ist nicht das Problem. Ich habe nur manchmal, wenn ich mich schon wohlfühle mit den Leuten, also ich will halt mit Leuten auch unterwegs sein, mit denen ich mich verstehe, ganz klar. Ich
so, ich bin einfach kein zugeknöpfter Mensch, ja. Das ist halt einfach meine Persönlichkeit. Ich bin jemand, ich kann auch über mich selber lachen und ich mache halt manchmal auch derbe Witze. Also, wenn irgendwas ist oder so, ich dränge mich jetzt nicht in den Vordergrund oder versuche jetzt hier Aufmerksamkeit zu erhaschen um jeden Preis. Darum geht es mir nicht. Aber ich will einfach mal ein bisschen Action, ich will was sehen, ich will was machen und ich habe jahrelang Theater gespielt und als Schauspieler so ein bisschen semi-professionell, das ist einfach so eine Berufskrankheit, glaube ich. Man ist einfach aufmerksamkeitsgeil. So ein Ja. bisschen. Das hat man, glaube ich, einfach irgendwo. Das kriegt man einfach mit und man möchte, dass viele Leute das sehen. Man möchte vor allem auch, dass es vielen Leuten Spaß macht, zuzugucken einfach. Dass sie einfach Spaß haben, dass man ihnen, keine Ahnung, Lachen ins Gesicht zaubern kann und sagt, ja, das war jetzt wirklich ein cooler Gag oder so. Das sind so Sachen, die mich so motivieren. Und manchmal, deswegen bin ich früher auch immer so ein bisschen der Clown des Raids gewesen, sag ich mal ein bisschen. Okay, ja. Und insgesamt gesehen, was machst du abgesehen davon beruflich? Ich weiß nicht, ob du es jetzt schon erwähnt hattest, ob ich es vielleicht überhört habe, das könnte schon sein. Nee, erwähnt habe ich es noch nicht. Ich versuche gerade durch den Teleporter zu kommen. Danke, jetzt halt. Erwähnt hatte ich es noch nicht. Ich mache momentan Ausbildung zum Kinderkrankenpfleger am Universitätsklinikum Erlangen. Das ist in Bayern, direkt ja, nördlich von Ja, Nürnberg, ich da wo es die weiß. coolen Lebkuchen gibt. Die haben eine Kinderklinik. Da bin ich momentan in der Ausbildung, im ersten Mach doch hier einfach Ausbildungsjahr. mal alle Trash-Mobs gleich auch. Wir haben ja Zeit. Und dann, da Kannst du auch habe die ich jetzt anderen noch halt, interviewen. bin ich der einzige Mann. Ach so, ja, ich brüll mal. Ja, ich meine jetzt nicht unbedingt sofort, sondern insgesamt gesehen. Ja. Den Trash insgesamt gesehen. Ich glaube, wir meinen nacheinander den Trash. Ach, das ja, ist. das wird uns jetzt auch keine Zeit bringen, die wir hier länger verbringen, weil das verkürzt sie eher. Aber ich habe große Zahlen im Bildschirm. Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich besonders wichtig und schön, ja. äußerst. Nein. Momentan Ausbildung eben, erstes Ausbildungsjahr, einziger Mann eben. Machen aber auch Das irgendwie gefällt keine dir. Probleme bis jetzt. Ist okay. Also, ich habe jetzt da keinen besonderen Vorteil raus oder so. Was hast du für Musik? Und musikstechnisch bin ich Mainstream-mäßig aufgebaut. Also, ich höre von Alles Klassik, eigentlich. ja, weil ich spiele auch Bratsche selber. Aha. Ich höre von Klassik bis, keine Ahnung, bis Pop, bis also Sachen einfach, die in den Kopf gehen, Dein die ins Ohr momentanes gehen und im Lieblingslied? Kopf bleiben. Ja. Solche Sachen höre ich ganz gerne. Dein momentanes Lieblingslied? Ah, was ich momentan in Ein einer Lied, Endlosschleife ein höre, Wort, ein ist Lied. das. Ja, die Titelmelodie von Skyrim. Okay. Gut, Tim, ich würde dann mal mit unserem, ja, Retro-Paladin bzw. Heiler weitermachen wollen. Nicht, dass wir deine Stimme nicht gerne hören, Klar. aber der gute Dennis muss ja auch zu Wort kommen. Jo. Dennis, erzähl was über Jo. dich. Ja, ich arbeite gerade beim Roten Kreuz, mache ein FSJ dort, noch bis September. Und dann kommt Studium Physik. Ja. WoW-mäßig habe ich angefangen mit PC. Also kurz davor, aber hab dann halt ein paar Klassen ausprobiert mit den Kumpels und als dann der rauskam, habe ich sofort mir einen Pally erstellt. Und dann habe ich halt angefangen. Im PC war ja eher so casual-mäßig, war halt auch erst 14 oder so, da ist mit Raid noch nicht so viel. Und dann mit Lich King Addon hat sich dann um die Gilde aufgelöst oder ich bin gegangen, ich weiß nicht mehr, und hab dann halt von einem Kumpel einen Tipp bekommen von der Gilde. Da lief es ganz gut, Raiden. Der musste ich dann aber allerdings irgendwann wieder gehen, weil die Raid-Zeiten umgestellt hatten und dann ging es halt nicht mehr. Dann, ja, war es wieder eher weniger, weil ich halt erst keine Gilde gefunden hatte. Dann mit Eisbrunne wieder, da ging es dann richtig los, zum ersten Mal mit Progress. Wir waren dann, von Lich King hat es leider nicht gereicht, weil am Ende war irgendwie, hatte keiner mehr Lust. So nach dem Motto, ja, bringt eh nichts mehr, wo bald Cataclysm rauskommt. Und dann hat sich die Gilde auch aufgelöst leider, weil der Gildenleiter gegangen ist und der Raidleiter auch. Dann habe ich Server getranzt, weil der Gildenleiter irgendwie doch wieder Lust hatte. Und dann haben wir eine 10er-Gilde gemacht. Aber da lief es irgendwie von Anfang an nicht so.
Und die hat sich dann Mitte Feuerlande haben die auch wieder aufgehört. Und seitdem. Spielst du das was für eine Klasse? Mainmäßig auch den Retripaller oder wäre das jetzt so ein Umstieg? Nee, ich spiele schon. Also im Moment ist halt so alles, also alle drei. Je nachdem, was gerade gebraucht wird in den Random Raids, aber eigentlich ist der Retri mein Main-Spec. Mhm. Und, ja. Hast du denn irgendwas anderes schon vorher mal gezockt oder hauptsächlich wirklich nur immer Retri? Nee, eigentlich nur Retri. Also halt jetzt im Cataclysm und dann den Mage noch zeitweise. Weil halt der Retri am Anfang war ja einfach totaler Crap. Und dann war ich gezwungen sozusagen Mage zu spielen. Aber wenn es möglich war, immer Retri. Weil der Retri ist einfach das Beste, was es gibt. Okay. Und warum hast du dich hier quasi beworben? Ja, weil halt WoW als Casual Game finde ich irgendwie langweilig. Und da ich nicht denke, dass es sich mit Pandaria hier auf dem Server ändern wird oder mit meiner Guild-Situation, wollte ich halt mal was Neues und auch was Größeres, was dann sich oder vermutlich länger hält und wo auch mehr Progress geht. Okay. Also, und was ist der Umstand, dass wir das ja quasi auch live streamen etc., dass du jetzt hier auch im Stream bist, ist das kein Problem für dich, ja? Nö, finde ich ganz cool sogar. Gut, ja. In mehr Öffentlichkeit und so. Hast du einen Beta-Key? Nein, leider nicht, weil ich habe keinen Jahrespass. Okay, wie schaut's aber dir aus, Tim? Nö, hab ich auch nicht. Alles klar. Was habt ihr denn da aber wieder rausgeholt? Hat ihn so schön in seine Eisfalle gesteckt? Ich hatte den geblindet, ich dachte, du hast draufgeschossen, deswegen ging ich dann drauf. Ja, jetzt einmal Sport in einer Sekunde kann ich nicht. Also ja, kannst du nicht, aber gut, unterhalten wir uns dann doch mal mit unserem Blinder, dem Kevin. Kevin. Du hattest ja zu Anfang schon so ein bisschen was über deine WoW-Vergangenheit erzählt. Genau. Erzähl uns doch mal vielleicht jetzt, warum genau die Gilde hier? Warum genau die Gilde? Weil ich als ich wieder angefangen habe zu spielen, erschrocken bin, wie casual und wie itemabhängig alles geworden ist. Man kann ja random gar nicht mehr spielen, wenn man mal eine Pause gemacht hat, weil alles nur noch heißt Item Level das. Weil ich unabhängig von meinem Gear, weil ich jetzt vielleicht... Wie lange hast du Pause gemacht seit PC? Ich habe Anfang WOTLK aufgehört. Na gut, aber es gab doch... gut, Anfang WOTLK, ja. Okay, Und will halt jetzt zeigen, dass man trotz den Rückständen auch noch mit Skill was holen kann. Ja. Das ist mir ganz wichtig. Ich will wieder ein Raid haben mit einem festen Kern, wo ich weiß, auf die Leute kann man sich verlassen. Ich will ein Raid, der... nicht nur einer arbeitet, sondern mehrere Leute arbeiten im Team. Das ist mir ganz wichtig, dass es da ein Hand in Hand gibt. Ja, und vor der Kamera stört mich auch nicht, überhaupt nicht, was er gesagt ist. Habe ich kein Problem damit, da ich echt sehr kommunikativer Mensch bin und stundenlang im TS abhängen, ohne TS eigentlich gar nicht raiden will. Auch für Fünfergruppen dann auch nur in der HCG, wenn jemand dabei ist, mit dem ich im TS sein kann. Weil sonst einfach für mich keinen Sinn macht, ein Spiel zu spielen für mehrere Leute. Okay. Ja, Beta-Key hattest du? Nee, ich auch nicht. Ich habe auch Jahrespass. Ich habe ja die Pause gehabt. Und als ich wieder angefangen habe, gab es keinen Jahrespass mehr. Leider. Ja, wie gesagt, es gibt ja nicht nur den Jahrespass, über den man Beta-Key bekommen kann. Ja klar, konnte, nee, ich habe keinen. Ich habe auch beim Gewinnspiel da irgendwie nicht. Ja, genau. Gab jetzt diverse Gewinnspiele, nicht nur von uns, sondern auch von Kollegen von anderen Websites. Glück. Deswegen war ich so überrascht, dass ich gestern vorgelesen wurde. Ja gut, das hat ja nichts mit... Nee, natürlich nicht, aber ich war trotzdem überrascht, weil ich normal namentlich so nicht genannt werde. Mein Glück. Okay, ja. Ja, was würdest du sagen, was wäre der größte Gewinn, den wir hier
durch dich hätten in der Gruppe? Durch mich, ich bin sehr bereit, alles zu machen. Hab auch kein Problem mit irgendwas mal anders zu probieren, wie irgendein Guide vorschreibt. Ich bin sehr bereit, für die Gilde was zu leisten. Ist mir auch relativ egal, um welche Uhrzeit es ist, außer ich muss halt früh raus oder so. Das kann halt natürlich auch mal sein. Ja, ich bin sehr umsichtig auf jeden Fall. Wenn ein Caster rechts steht, blind ich den oder kick den oder so Sachen, was halt nicht jedem auffällt, auf das achte ich ganz arg. Deswegen spiele ich auch Rogue, weil das außerhalb vom Kampf noch viel anstellen kann. Ja, was weißt du? Ein Kommentar? Meiner, ich habe nur zugestimmt. Das war nur eine Zustimmung. Also, okay. Weil der Rogue ein Allrounder ist. Okay. Das ist mir ganz wichtig so. Den Blick halt für alles, den habe ich auf jeden Fall. Ich kann auch ansagen, wenn von hinten was kommt. Oder ich habe früher 40er MC Raids, Drink Raids auf Kel'Thuzad geleitet. Habe da 39 random Leute eingeladen. Habe das koordiniert. Also wenn ich von rechts eine Welle sehe, dann sage ich Achtung, Welle von rechts. Wenn es halt in Ordnung ist, dass man reden kann, je nachdem, wie es halt der Raid Leader möchte. Ja, beziehungsweise wie viele Leute im Raid reden, ne? Wenn natürlich jetzt dann sich das Ganze so aufbauen würde, dass auf einmal irgendwie 7 Leute da ansagen, ey, hier, Welle, dann versteht man auch nichts. Ja, mehr, natürlich, ne? Nicht, aber wenn man jetzt 2 Seiten hat, der eine sagt links, der andere sagt rechts, da würde ich mich für den Job auch in der Lage fühlen. Okay. Ja, wie schaut das aus, wenn wir das Ganze hier machen würden, wäre es euch eigentlich egal, ob Horde oder Allianz, oder würdet ihr da eine Seite bevorzugen? Boah, ich bin 7 Jahre Wattler, ich habe kein Problem, Allianz zu spielen, aber wenn es doch geht, Horde, weil ich kenne mich da in den ganzen Hauptstädten nicht wirklich aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie schaut es eigentlich bei den anderen aus? Weil, wie gesagt, ist jetzt ja noch nicht klar, also ich würde das halt unabhängig. Ich denke nicht, dass es wichtig ist, das im Vorfeld zu klären, sondern das ist halt eine Sache, die man rückblickend klären sollte. Wenn man halt ein paar Leute hat, kann man mit diesem Kern quasi sowas klären. Ja, also mich würde es auch nicht stören. Ich bin beim Druiden auch Vollblut-Allianzler gewesen. Mhm. Und ob ich jetzt halt Nachtelfe bin oder Troll, ist mir relativ wumpe. Ich kenne mich auf beiden Seiten aus. Ja, und wie sieht es bei unserem Dritten aus? Ich würde Horde schon bevorzugen, aber wenn die Allianz, der Wechsel zur Allianz das einzige ist, was mich daran hindern würde mit Raiden, dann würde ich es wohl auch machen. Okay. Gut. Ja, dann habe ich jetzt soweit erstmal grundsätzlich keine Fragen mehr. Der weitere Ablauf, ich habe es gerade den Leuten schon gesagt, wird halt so aussehen, dass wir das jetzt ja als erstes Kennenlernen genutzt haben. Wir werden quasi, wenn man es denn Recall nennen möchte, nochmal so eine zweite Runde haben, in der wir wahrscheinlich nochmal zusammen raiden werden und auch da nochmal so ein bisschen ein Kennenlernen machen werden. Leider jetzt ja mit keinem von euch auf dem Beta-Server, weil ihr eben keinen Beta-Key habt. Und ja, dann wird es da halt weitergehen. Weil, ja, ich weiß nicht, wir haben mittlerweile, hat sich Fabi das Ganze schon vergrößert noch auf knapp 100, oder? Wir hatten heute auf jeden Fall noch mal eine Bewerbung, die wir durchgearbeitet haben. Ja, also es ist schon einiges. Als ich gerade so mal reingeguckt hatte, sind wirklich viele Bewerbungen noch mit reingekommen. Warum hast du das jetzt zu mir aufgemacht, Tim? Bitte? Du hast da so ein Whisper zu mir aufgemacht. Im Teamspeak, warum? Ach so, oh, ja, das sind noch die alten Einstellungen von meinen Tasten. Ich hab gerade Alt gedrückt, weil ich den Kevin gerade geändert habe in Melody und dann habe ich Massenwisper. Ein Versehen reicht ja schon. Okay, gut. Pass auf, also, ne, wir würden es so machen, ich melde mich oder Alex oder Fabi meldet sich bei euch und dann ist klar, wie es weitergeht, ja? Jo. Alles klar, gut, dann bin ich jetzt nochmal in einem anderen Channel und rede mit Leuten, die wir jetzt nicht dran nehmen konnten. Weil da sind nämlich noch ein paar Leute aufgetaucht. Und ich sag dann erstmal bis später euch. Jo, ciao. Und danke, dass ihr Zeit genommen habt. Gut. So. Ich bin nicht mehr live. Also. Dich habe ich jetzt auch runtergezogen. Jo. So, warte mal. Ich weiß nämlich, dass 2 Leute waren jetzt noch dabei. Ich guck gerade mal hier. Und zwar das haben wir nämlich. Das sollten jetzt rein sein. Bitte? Jo. Mach weiter, alles gut. Robin und Christina sind jetzt hier bei uns, oder? Ja. Ja, hallo. Ja, schön, dass ihr beiden da seid.
Spielt ihr eigentlich beide, also was spielt ihr, Robin, was spielst du? Ich spiele Druiden Tank. Nein, Also Horde oder Allianz, Entschuldigung. Horde. Horde. Und du, Ja, Chris? auch Horde, natürlich. Ja, ich meine, eigentlich haben wir 19:20 Uhr, können wir das mal eben reinschieben, denke ich, ne? Oder, Alex? Fabi? Alex Ja, vielleicht von mir auch, aber. aus. Ja, dann machen wir es so, wir gehen mal raus und wir laden euch direkt ein. Ich muss aber gleich mal sagen, dass ich kein aktives WoW Das ist natürlich schlecht. oder Mo mehr habe, aber ich könnte den Account von meinem Bruder benutzen. Ja gut, Das macht solange du jetzt nichts. irgendwas benutzen kannst, währenddessen wir uns unterhalten können, machen wir Ja, das einfach mal so. Alles dann klar. würde ich euch beide einmal bitten, So, mir wenn man kurz zu dies, eure YouTube. Welt. So, jetzt haben wir hier, wie gesagt, die zweite Gruppe, die aus Hordern besteht. Zwei Leute sind es, einmal männlich mit Robin und einmal weiblich mit der Krösch, könnte man dich nennen, ne? Auch. Ja, klingt gut. Ja, jetzt haben wir hier den tollen Brunnen der Ewigkeit. Haben die einen anderen Anfang dem hier gegeben, oder? Ich glaube, wir sind in eine schon stehende Gruppe, oder? Ach so. Hier vorne fehlt schon was. Ja gut, aber das ist ja nur ein Aber es Schritt. macht Ja, wirklich Eintracht. gut. Ach so, weil wir auch nur zu viert sind, ne? Deswegen ist uns Genau. das passiert. Mensch, Mensch, jetzt wäre ich ein bisschen irritiert im ersten Moment. Ja, unabhängig davon. Crash. Das ist ein bisschen schwierig für mich auszusprechen. Sonst sagt Sarah. Ganz einfach. Cera. Sarah. Ja, Sarah. Cera, du hast ja schon wahrscheinlich in den Comments auch die negativen Folgen gesehen, wenn man so öffentlich raidet, weil, vielleicht nochmal kurz zu dir, du bist halt 23 und hast eine Tochter, ne? Glaube ich. Ja. Und da wurde kritisiert, warum du dich für so ein Projekt, glaube ich, bewirbst. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest in den Comments. Ich hatte das kurz gelesen, ja. Ich muss aber gleich dazu sagen, ich spiele grundsätzlich World of Warcraft nur abends, wenn meine Tochter schläft. Ja. Sie schläft mittlerweile seit 3 Monaten durch. Sofern irgendwie was sein sollte, ist natürlich klar, dass meine Tochter im Vordergrund steht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit bis jetzt nie negative Erfahrungen gemacht. Würde das nicht funktionieren, hätte ich mich nicht beworben. Das ist eine ganz Ja. einfache Sache. Also Ich ja, wollte ich das habe jetzt eine nur gleich mal Tochter direkt und. thematisieren, nicht weil ich das irgendwie schlecht finde oder so, sondern weil ich es nur wichtig finde, dass man darauf direkt eingeht. Ich fand das auch ein bisschen unfair, was da Ich habe gesagt da wurde. kein Problem mit, wenn da jemand meint, er müsse da irgendwie negativ drüber reden. Ich weiß, dass es funktioniert und meine Tochter vernachlässige ich nicht, also brauche ich mir da, glaube ich, Ja, du keine kannst halt Sorgen auch nicht machen. weggehen, ne? Und so kannst du dann, wenn es ein bisschen irgendwie quasi auch ein Richtig, Hobby, abends ne? sitze ich sowieso rum. Ich kann ja nicht, ich kann ja Ja. nicht raus. Ja, Also von das daher. wäre dann noch ein bisschen vernachlässigender, ne? Nee, ich wollte direkt gleich mal drauf eingehen, weil es ja auch die negative Seite ist hier an der Stelle ganz klar, wenn man das Ganze halt so öffentlich macht auch, ne? Also dadurch, ja, ist es natürlich nur so gekommen. Hättest du dich jetzt bei, was weiß ich, irgendeiner Gilde beworben, ne? Dann wäre ja nie irgendwie jemand irgendwo in den Comments gekommen und hätte jetzt gesagt, ja, hier Rabenmutter oder, ne, was Ja, auch das immer. stimmt. Aber Das ist damit muss aber man für. leben. Ich denke, das ist Also, das okay. wäre kein Problem für dich. Also, um Gottes Willen. Weil das hätte mich jetzt auch interessiert, ob das halt Kritik eine gibt es Sache ist. überall. Also von daher, damit kann ich leben. Ja. Dann kommen wir doch vielleicht mal aufs Spielerische. Du bist ganz offensichtlich eine Restodruidin, ja? Wie das halt auch zu einer Frau so passt, ja? Heilerin. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich hab ich mich mit meinem Tank-Druiden beworben, also mit meinem zweiten Druiden. Achso. Das ist jetzt hier Stimmt, du quasi warst die mit den in zwei Druiden. Anführungsstrichen der Vorzeige-Char, Ja. weil mit dem anderen habe ich halt noch nicht so viele Erfolge. Es ist halt, ja, der ist jetzt 4 Monate alt, der andere Druide, und da hat man dann natürlich noch nicht so viel. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich poste den ja einfach mal dazu, damit ich ein bisschen sehen kann, dass ich doch schon ein bisschen was erlebt habe. Ja. Okay. Und Und wieso hast du überhaupt zwei Druiden? Du warst die mit dem das Nachtraid, ne? ist richtig, genau. Wie kann man denn, wie kamst du so an so eine Nachtraid-Idee? Das hat sich eigentlich bei mir nach der Geburt rausgestellt, weil es halt einfach so war, dass ich am Anfang, ja, die Kleine hat noch sehr unregelmäßig geschlafen und ich wollte eigentlich gar nicht raiden, und dann war es aber dann doch so, dass es ab einer bestimmten Uhrzeit, so ab 22 Uhr, ging es dann, und da hab ich halt eine Nachtraid-Gilde gefunden, die Ja. gesagt hat, Mensch, komm doch einfach mal mit, wenn irgendwas ist. Ich kann ja jederzeit mal kurz 10 Minuten weg, das ist ja nicht das Problem. Und dann bin ich da so reingerutscht. Und mittlerweile ist es einfach so, dass ich die Leute sehr
liebgewonnen habe und bin dann einfach da geblieben. Zeitlich passt es trotzdem immer noch. Ja. Und ja, es ist jetzt momentan halt kein Zwang mehr da, unbedingt nachzuraiden, aber es gefällt mir halt noch sehr gut. Und der Chart ja auch irgendwie 12.000 Achievement-Punkte, also bist du quasi auch genau, so ein richtiger Nerd, könnte man das schon sagen. Ja, das ist noch aus der Zeit, wo ich dann doch ein bisschen exzessiver WoW gespielt habe. Ah ja, okay. Ja, und um das gleich mal zu fragen, du bewirbst dich aber mit deinem anderen Druiden, weil du eben mit dem Nachtraid weitermachen willst, was ich aber ja durchaus ergänzen würde, weil wir hundertprozentig nicht nachts raiden werden, ja? Ja, ich suche sowieso schon seit einer etwas längeren Zeit einen Raid und bis jetzt hat sich einfach noch nicht wirklich was ergeben, wo ich gesagt habe, dass das passt oder da fühle ich mich wohl. Und deswegen habe ich gedacht, ich ergreife jetzt einfach mal die Chance und bewerbe mich mal. Okay, ja, das hört sich ja interessant an. Ja, was, ich denke, es ist ja prinzipiell vom Equip jetzt auch egal, mit welchem Druiden ich jetzt wo mitlaufe. Zu MOP wird das ja das ist neu gewürfelt. Richtig. Wir werden zwar davor noch diverse Dinge machen, aber das ist jetzt unerheblich eigentlich trotzdem, was du für ein Gear hast. Wie schaut es aus? Hast du einen Beta-Key? Ja, ich habe als Jahrespass abgeschlossen und habe auch schon meinen Druiden schon auf 90 drüben. Also der ist schon quasi fertig. Stimmt, das stimmt. Das ist natürlich eine schöne Sache. Und der ist auch Horde, ja? Der ist auch Horde, ja. Auf Mechatalk. Ja. Okay. Und, was könntest du sonst noch zu seiner WoW-Erfahrung vielleicht Interessantes sagen? Ich habe damals zu Ende BC-Zeiten habe ich angefangen zu spielen. Es war damals durch einen Freund, habe ich einfach mal zugeguckt und am Anfang fand ich es nicht so interessant. Irgendwann, nach mehrmaligem Zugucken, habe ich gedacht, Mensch, das musst du auch mal ausprobieren. Habe mir dann einen Nachtelfjäger erstellt und fand es am Anfang ziemlich mühselig. Hab mich ein bisschen schwer getan, da reinzukommen. Ja. Aber irgendwann habe ich dann den Weg zum Druiden gefunden und ab da ging es dann so ein bisschen los. Habe dann zu Anfang Lichtking habe ich dann angefangen auch zu raiden, habe dann eine kleine Raid-Gilde gefunden, die gesagt hat, Mensch, wir nehmen dich mal mit und gucken mal, was geht. Ja. Da noch nicht so erfolgreich, das kam dann erst ein bisschen später, bin dann, das war nachher Ulduar, zu Ulduar-Zeiten in der 25er-Gilde und da haben wir dann halt auch Hardmode-Erfolge gemacht. Achso, du warst für Hardmodes. Genau, da ging das nachher zu Nax, also ja, Nax war halt noch so ein bisschen schwierig mit der anderen Gilde, es war immer noch ein bisschen ein kleiner Krampf, aber zu Ulduar haben wir dann schon angefangen, die ersten Hardmodes zu machen. Also wir sind nicht bis zu Yogg-Saron gekommen, aber so ein bisschen was haben wir schon gemacht. Okay. Ansonsten zu ETC-Zeiten habe ich dann quasi, habe ich dann die Gilde nochmal erneut gewechselt und habe dann quasi angefangen, richtig auf Hero zu spielen. Bis zum Lichtking hin, das hat sich natürlich ein bisschen gezogen, aber wir haben es noch geschafft quasi. Ich glaube, mit einem 30% Nerf oder so. Aber Lichtking und Heroic, 25er, ja? Ja, genau, ja. Und daraufhin ging das dann nachher weiter in Kataklysm. TF-Content musste ich dann leider ein bisschen aussetzen. Also da habe ich auch leider keine Heroik-Erfolge, nur auf normal, weil da kam dann nachher die Schwangerschaft dazwischen. Ja. Und zu Feuerlande habe ich dann wieder angefangen. Und ja. Und zu Feuerlande habe ich dann quasi den Nachtraid dann nachher aufgesucht. Ah ja. Und momentan auch 8 und 8 HC in Drachen, Seeletod. Ein bisschen Todweiben tun wir uns momentan noch an Raggi HC, aber der sollte auch bald fallen. Achso, aber den macht ihr noch quasi, ja? Ja, momentan wir sind jetzt halt durch mit Drachenseele und jede Woche auch recht schnell dabei und ja, seitdem haben wir uns dann gesagt, wir nehmen uns den alten Content nochmal vor. Ja, ist ja auch nicht holen das jetzt alles mal nach. Normal, sag ich mal, dann macht ja auch nicht jeder. Und es gibt ganz viele, die halt da keine Lust mehr drauf haben, dann in den alten Content zu gehen. Okay, was wäre so deine Wunschvorstellung, Horde oder Allianz Raiden und 10er und oder 25er? Ich würde natürlich schon gerne auf Horde bleiben, würde aber auch die Fraktion wechseln, wenn es nicht wäre. Also. Und 10er oder 25er ist mir prinzipiell auch egal. Also ich habe halt früher viel 25er gemacht, seit Kataklysm leider nicht mehr, weil ja, haben halt leider, wie das immer so ist, zu viele aufgehört und durch dieses ID-Ding war das ja dann ein bisschen schwierig.
Also, wäre mir relativ egal. 25er wäre bestimmt mal wieder lustig. Ja, dann Robin, glaube ich, ne? Ja. Erzähl uns doch auch mal ein bisschen Genau. was über dich persönlich vielleicht. Ja, kann ich machen. Also, ich bin der Robin, ich bin 17 Jahre alt, wohne in Babenhausen in Bayern, mache nächstes Jahr mein Abitur. Ja, Pflicht, nicht Pflichtfächer. LKs? Leistungskurse habe ich Biologie und Englisch. Und ja, habe vor 4 Jahren angefangen, WoW spielen. Hauptsächlich Horde. Am Anfang habe ich angefangen, habe ich WoW zu spielen auf Aegwynn auf der Allianz-Seite. Danach bin ich dann gleich rübergegangen zu Frostwolf, zu Dynamit Alles, wo ich jetzt immer noch bin, Ja. wo ich aber keinen Content mehr mitmache, weil ich aus zeitlichen Gründen keine Zeit mehr hatte. Und Das hat sich jetzt aber wieder geändert. ja, jetzt habe ich wieder eigentlich Zeit. Sonst hätte ich mich nicht beworben. Okay, ja. Man weiß ja nie, ne? Ja. Okay, und was ist da der besondere Grund, warum du dich hier ja, in so einer Art Gilde beworben hast? Ja, also ich kenne dich jetzt schon seit ungefähr 1,5 Jahren, wo du früher noch auf anderen Seiten Projekten gemacht Du kannst hast. ruhig WoW-Szene sagen. Ja, WoW-Szene, Die andere genau. Seite hat da Probleme, meinen Namen zu sagen. Ich habe kein Okay, Problem ne? damit. Ich kenne dich noch von WoW-Szene, von den Guides her, von Cataclysm. Und ja, keine Ahnung, fand damals die Projekte schon sehr interessant von dir. Und als ich das gehört habe mit der Gilde, kam es mir eigentlich ganz recht. Weil ich eh eine Progress-Gilde wieder suche. Okay. Ja. Und warum hast du jetzt im Moment deinen Account quasi noch eingefroren? Weil ich vor einem Monat gesagt hatte, dass ich jetzt warte, bis ungefähr MOP beginnt, also einen Hast du den? Monat vor. Was? Hast du schon unterbrochen? Nee, ich Ach wollte nur so. wissen, ob irgendjemand unterbricht. Ich habe keinen Shot dafür. Jetzt mach weiter. Ach Erzähl so, weiter. okay. Ich habe gesagt, dass ich einen Monat oder 1 bis 2 Monate Pause mache, bis ungefähr MOP beginnt, aber anscheinend dauert es ja noch ein bisschen länger. Jetzt habe ich vor 4 Tagen bei dir den Beta-Key gewonnen in Ach der so. Live-Show. Also hast du auch einen Ja. Beta-Key, das Ja. beantwortet diese Frage ja auch schon mal. Ja, das. Oh, jetzt klingelt das Telefon. Okay, wieder weg. So kann es Okay, kommen, ne? Ja, musst du da ja, ran, so. oder? Nee, 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 das ist Nicht. meine Eltern wahrscheinlich. Ach so. Ah, Ja. verstehe. Ja. Gut. Okay. Weiter. Ja, und auf der WoW Beta habe ich jetzt gestern meinen Dudu auf Level 90 Oh, und. hast schon. Obwohl, Bitterkey hast du ja erst, weiß nicht, vor 3, 4 Tagen oder Vier so, ne? Tagen, genau, ja. Also am Samstag war das, glaube ich. Oder, ja. Müsste am Samstag gewesen sein. Okay, das ist ja dann relativ schnell gegangen vom Blizzard, ne? Ja. Ja, haben einige Leute haben noch ein Problem mit dem Key, also der ist nicht bei allen da, aber Also bei mir den war er meisten gleich, ist wohl der Key schon da. bei mir war er gleich am nächsten Tag um 8 Uhr, glaube ich, Oh. im Posteingang, ja. Das ist ja schön zu hören. Ja. Ja, gut. Robin. Ich war auch der den Beta-Key gewonnen hat durchs Klavierspielen. Ach so, du hast das durchs Klavierspielen gewonnen. Ja. Ah, okay. Und du hast aber auch wirklich gespielt, ja? Oder? Ja, ich habe wirklich gespielt. Also du kannst echt Klavier spielen. Ja, kann ich. Seit Ja, 7 das habe ich Jahren. mich ehrlich gesagt, also ich gebe zu, ich habe mich das gefragt. Nicht, weil du jetzt unehrlich gewirkt hast, aber das ist ja schon so eine Sache, die man durchaus faken kann, ne? Also Ja, würde ich mal das kann man sagen. höchstwahrscheinlich. Und daher, wo hier mal hin? Well of Eternity. Daher habe ich mich da schon gefragt, ja, ist das jetzt wirklich wahr oder ist es nicht wahr, ne? Nee, aber ich habe auch komischerweise 2 Beta-Keys bekommen. Hast du vielleicht noch woanders mitgemacht, bei einer anderen Seite? Ich Bei habe. Mana Flask oder so? Nee, ich habe. Eigentlich auch bei Mana Flask habe ich mitgemacht, aber ich Ja. weiß nicht, ob er auch Also ich hatte eine schon eine Bestätigung bekommen oder andere, so. also jemand anders, der gewonnen hatte, die Jacqueline, und die hatte auch bei Mana Flask noch gewonnen. Die hat dann netterweise mir den Key zur Verfügung gestellt, sodass ich den
weitergeben konnte? Ja, kann ich ja auch machen. Ich kann dir gleich durchgeben. Dann oh, können wir gerne machen. Ja, ich dachte, du hättest jetzt vielleicht schon an deinen Bruder oder so, aber... Nee, der hat einen Jahrespass. Ah, okay. Ja, nee, klar. Also ich habe da noch immer oder immer mal wieder diverse Leute. Nee, deswegen, die haben wohl die Leute nicht benachrichtigt, sondern einfach ja, so gemacht. Ich dachte, die kommen ja einfach. Das ist für ein Nerv. Nee, die sind in Polen, habe ich auch gerade bemerkt. Ja, wie langweilig. Naja, okay, gut. Was für Musik hast du so? Dubstep eher so. So, okay. Skrillex. Wie kommst du, oder wie bist du dazu gekommen, Klavier zu spielen? Das habe ich vor 7 Jahren durch meinen Bruder. Achso, also, ist dein Bruder älter? Ja, der ist jetzt 22. Der ist genau 5 Jahre älter wie ich. Oh, okay. Oder ungefähr 5 Jahre. Mhm. Und der hat auch Klavier damals gespielt und hat, da habe ich immer, naja, sagen wir mal, als kleines Kind zugehört. Und dann hat er es mir irgendwann ein bisschen beigebracht und habe ich selbstständig weitergespielt. Ja. Und der spielt auch WoW. Wo spielt der? Auch bei Dynamit alles. Also achso, ach, der raidet da aber noch aktiv quasi. Ja, also ich bin ja gerade in dem Char von dem. Ja, ich habe gar nicht so drauf geachtet, ehrlich gesagt, aber. Ja, also ich meine, der ist auch in der aktiven Nummer 1 Gruppe da, die. Ja. Platz 280 oder so, glaube ich, hat, ne? Ja, 282 oder irgend sowas komisch ist es. Okay, gut. Ja, dann spiele ich gerade. Was können wir euch sonst noch für Fragen stellen? Was habe ich sonst noch für Fragen gestellt heute schon? Habt ihr vielleicht noch Fragen? Das ist ja auch immer so die Sache. Man hat jetzt ja einige schon gehört vielleicht über das Projekt, aber vielleicht gibt es ja noch Fragen, die ihr jetzt habt. Und die euch konkret interessieren würden? Nee, also ich habe eigentlich keine Frage mehr. Nur, ob vielleicht schon feststeht, ob auf dem Realm das alles stattfindet. Nee, auch, also ich meine, grundsätzlich würde ich zwar jetzt Erida präferieren, aber nur, wenn wir Horde spielen. Weil ich zum einen dort mehrere Char schon habe, zum anderen hätten wir da auch schon eine Gilde, die Level 24 zumindest ist. Umbenennen kann man die ja theoretisch auch, das ist ja nicht das Problem, ne? Aber ich habe da ehrlich gesagt, auch das würde ich dann mit den Leuten nochmal besprechen, wie wir das dann logistisch etc. am besten machen. Also ich würde auf jeden Fall einen Server nehmen, der voll ist. Ja, also das... Okay. Habe ich gelernt, nix so gut auf leere Server zu gehen. Das macht dann keinen Spaß, wenn man auch so mal zwischendurch was unternehmen will. Ihr beide spielt das auf welchen Servern? Also? Frostwolf spiele ich. Ja, gut. Dann kennst du es ja mit dem Freund. Ich spiele Blackhand. Blackhand. Blackhand weiß ich gar nicht. Ist ein PvE-Server. Ist auch recht voll. Auch recht voll, ja. Komm aber nicht von Blackhand. Also ich habe zu lange auf einem sehr leeren Server gespielt, von daher. Kennst du das Problem, ne? Ja, ich kenne das Problem sehr gut. Ja. Das ist echt nicht sehr angenehm. Ja. Und wenn sich dann die Gilde dann auflöst, hat man ein richtiges Problem. Das stimmt, ja. Aber gut, das wäre jetzt ja nicht unser konkretes Problem, sondern eher die Tatsache, dass, weiß nicht, wenn man irgendwas vielleicht machen möchte nebenbei und dann das auch mal natürlich mal macht ohne die Gilde, hat man dann die Problematik, ne, einfach, wie ich finde. Deswegen, ich stehe einfach auf so vollere Server. Ja, sonst noch Fragen? Nee, eigentlich nicht. Du auch nicht? Wirklich? Nö. Erstmal nicht, nee. Hat Fabi vielleicht noch Fragen? Nee. Gut, ja, also wir wollen ja morgen, vielleicht nochmal als Information für alle, morgen noch eine Runde machen. Da werde ich wahrscheinlich gleich nochmal oder nachher, ich weiß noch nicht, irgendwann, je nachdem wie das so zeitlich sich ausgeht, mit Fabio und Alex Sachen durchgehen. Diesmal dann diesen Teil zumindest nicht live. Achso, hat einer das Ding geworfen? Muss man noch irgendwie so ein Schwert auf ihn werfen, oder? Ja, habe ich gerade gemacht. Hast du gemacht, okay. Gut. Dann mache ich mal einfach nur Schaden auf ihn. Den Rest hier sollte sich ja so erledigen. Ja. Falls ihr sonst noch Fragen habt, stellt sie jetzt. Oder müsst ihr bis zum nächsten Mal schweigen. Auch für euch, falls ihr es nicht gehört habt bei den anderen, wird halt so weitergehen, dass ich euch kontaktieren würde. Wir wollen halt auf jeden Fall noch so ein Raid
mal machen. Und wenn es nur irgendwie ein 10er Raid in die Bastion des Zwielichts oder so erstmal ist. Aber es geht halt einfach darum, dass man die Leute so ein bisschen kennenlernt, die Art und Weise, wie sie spielen, ja. Das ist natürlich jetzt auch hier schon grundsätzlich interessant, aber interessanter werden wird es auf jeden Fall nochmal ein Stück, wenn man wirklich in die Instanzen reingeht, denke ich. Wie zum Beispiel halt Raid-Instanzen etc. Irgendein Vorschlag? Von unserer Instanz? Seite? Ne, ja, also von eurer Seite. Welche Instanz wir da nehmen sollen? Feuerland. Feuerland, ja. Also Feuerland ist mein momentaner Lieblingsraid noch. Muss ich allerdings gestehen, ist auch deutlich interessanter als Tatenseele. Ach ja, gut. Immer noch. Das bedingt sich schon allein durch das Setting, finde ich meistens, aber. Das ist wahrscheinlich auch natürlich Geschmackssache. Aber ich muss natürlich auch sagen, hier BOT oder wer ist denn die andere Instanz? PSA ist natürlich auch nicht. Ja. Ja, können wir ja mal schauen, was da von den Leuten auch gefordert wird. Vielleicht lasse ich so abstimmen. Mal gucken. Oder wir besprechen das mit den Leuten nochmal. Ich denke, das wird dann irgendwann in der nächsten Woche sein. Ja gut, dann spielen wir einfach noch in Ruhe die Instanz zu Ende. Ich denke, das YouTube-Video kann ich jetzt schon mal ausmachen. Das sollte für die Leute ja Informationen genug enthalten. So habt ihr auch mal unsere Bewerber kennengelernt. Und weiter geht's dann morgen live und ja, auf YouTube einfach beim nächsten Video, sag ich mal so, ne? Auf WNNU gibt's für alle nochmal die Info, eine Liste, eine Programmliste, wo draufsteht, wann und wie und wo hier der nächste Raid, hätte ich jetzt fast gesagt, also natürlich die nächste Besprechung, beziehungsweise das nächste Bewerbungsgespräch oder was auch immer es wird, ist, sodass ihr euch da halt informieren könnt, wie es weitergeht. Ist fast jeden Tag Programm, ist also im Moment einiges los. Trotz Europameisterschaft geht es hier weiterhin ab. Ja, gut, also bis zum nächsten Mal.